Boiardo bewahrt in seinem Gebiet ein wichtiges Naturerbe auf. Das innovative didaktische Arboretum ist dem städtischen Museumssystem verbunden. Es ist ein Naturpark, der sich entlang die Hänge der Erhebung von Boiardo in der Nähe vom archäologischen frühchristlichen Landgut Giuliano erstreckt. Der grüne Bereich ist ausgerüstet, um Familien mit Kindern oder Ausflügler auf der Suche nach Erfrischung am besten aufnehmen zu können. In diesem natürlichen Umfeld kann man auch neue innovative Lernmethoden ausüben, die erlauben, das Aussehen und das Kennzeichen der salentinischen Baumarten zu kennen. Das Museumssystem von Vaste und Boiardo fördert in der Provinz Lecce dank des Arboretums eine wichtige Valorisierung der biologischen Vielfalt der Umwelt der salentinischen Halbinsel. Eine weitere Einmaligkeit der natürlichen Landschaft von Boiardo ist der Bienenwald Rote Meere. Der Name stammt aus der typischen rötlichen Farbe des Grundes, die die Anwesenheit in diesem Gebiet von dem typischen leuchtend roten Mineral Bauxit beweist. Das Territorium war Gegenstand einer wichtigen und heiklen Wiederaufforstung. Der Bienenwald erstreckt sich über ein 16 Hektar großes Gebiet und hat verschiedene natürliche Höhlen, wie die berühmte atmende Grotte, so wegen der Anwesenheit eines ständigen Lufthauchs genannt. In Boiardo bestehen Kunst und Natur harmonisch und angenehm nebeneinander, und das beweist das anthropologische Reichtum, das sich noch heute für die spontane Gastfreundlichkeit und für die weise Erhaltung des eigenen Erbes gezeichnet hat.